Sehr geehrte Frau Präsidentin, hoher Landtag, geschätzte Zuhörer. Gleichstellung von Frauen und Männern in Tirol. Was wir nicht brauchen können, ist eine Konkurrenzsituation zu schaffen. Und dass genau Sie, Frau Landesrätin, in diese Falle tappen und uns Frauen gegeneinander ausspielen, ob die eine Frau vielleicht eine andere Geschichte hat oder Sie vielleicht eine andere Geschichte haben. Eine Frau, die sich nach oben gearbeitet hat, aus einer Bauernfamilie, ihren Job selber erarbeitet hat, eine alleinerziehende Mutter ist. Ich habe meinen Job selber erarbeitet. Wir stellen auf Freiheit und Selbsterarbeitung unserer Leistungen. Und wir können ganz sicher nicht brauchen, dass eine Frau die andere ausspielt. Da bedanke ich mich bei der Kollegin Wohlfahrtsstätte, die das nämlich sehr wohl erkannt hat, dass es über die Parteigrenzen hinaus nämlich gemeinsame Interessen von Frauen gibt und natürlich auch von Männern. Und wir müssen da zusammenarbeiten. Und wenn ich die Ideen von der SPÖ höre, dann sind wir ja auch gar nicht weit weg voneinander. Vielleicht können wir das auch gemeinsam ausgestalten. In den letzten 100 Jahren war für Frauen also das Leben geprägt durch das Streben nach Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Gleichberechtigung und Anerkennung unserer Leistungen in der Gesellschaft und im Beruf. Nur das ständige Bestreben und teilweise sogar der Kampf gegen Vorurteile und für unser Können und unsere Leistungsfähigkeit hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Nur, man muss sich fragen, wo stehen wir wirklich, wo wollen wir noch hin und wie erreichen wir das? Ja, was haben wir geschafft? Ich denke, dass wir in Österreich und Tirol sagen können, dass wir die gleichen Ausbildungschancen haben. Konnten unsere Mütter noch nicht den Beruf ihrer Wahl uneingeschränkt treffen, so können wir das heute eigentlich schon. Auch steht uns grundsätzlich die Arbeitswelt offen, noch nicht im Sinne gleicher Bezahlung und noch nicht im ausgewogenen Verhältnis zwischen Beruf und Familie. Aber das Streben nach einem erfüllten Berufsleben und nach einem erfüllten Familienleben wird ein ständiges Streben bleiben. Das gilt übrigens auch für Männer. Unsere Vorkämpferinnen wie eine Simone de Beauvoir, eine Alice Schwarz und eine Johanna Donal haben uns eine neue Welt eröffnet und Beachtung und Gleichberechtigung ermöglicht. Aber sie haben uns auch in eine männliche Welt geworfen, die uns das Leben nicht immer leicht macht. Aber Freiheit bedeutet eben nicht immer nur Freude und Spaß, sondern Härte und Verantwortung. Und diese Verantwortung wollen wir übernehmen. Im Arbeits- und im Familienleben haben wir sie schon länger. Also heute müssen wir genau hinschauen, was Frauen brauchen. Und da ist eben die Freiheit zu entscheiden, ob die Frauen zu Hause bei den Kindern bleiben wollen, ob sie frei sein wollen in ihrer Entscheidung, ob sie das erleben wollen, wie ihre Kinder groß werden. Oder ob ihnen die Arbeit auch so viel wichtiger ist und sie vielleicht einen Partner haben, der sie darin unterstützt. Aber es kann ganz sicher nicht vom Geld abhängen, dass sie dieses Bestreben, zu Hause zu bleiben, nicht ermöglicht bekommen. Das kann nur eine freie Wahlentscheidung sein. Und ich habe das halt vom Kollegen Kovacevic schon gehört. Es geht um die freie Wahlentscheidung. Nur wir sehen das, wenn eine Frau zu Hause bleiben will, dann soll sie das bezahlt kriegen, was auch eine Kinderbetreuung außerhalb kosten würde. Das wollen wir. Das ist die freie Wahl für Familie oder Beruf. Und das ist eine höchst persönliche Entscheidung. Da können wir nur die Umfeldbedingungen dazu leben. Und es hängt auch ab von den eigenen Lebenssituationen, von der Ausbildung, von der Partnerschaft, von den Zukunftsplänen und so weiter. Aber nicht die finanziellen Gegebenheiten dürfen das sein. Wir müssen also sicherstellen, dass jede Frau am besten gemeinsam mit ihrem Partner, aber auch im Falle alleine, frei entscheiden kann, ob sie eine Kinderbetreuung will oder eben nicht. Das vertreten wir schon seit vielen Jahren und wir sind, glaube ich, bei der SPÖ nicht ganz so weit entfernt. Und natürlich muss es dann auch später eine freie Abgeltung, eine faire Abgeltung der Kindererziehung geben. Da gibt es ja schon einiges, was wir erreicht haben, aber im Grunde zielt das auch auf die Leistungen ab von Altenpflege, Behindertenpflege. Und da muss einfach ein neues System geschaffen werden, wo diese Leistungen gerecht abgegolten werden. Und dann darf es auch nicht eine Pensionslücke geben. Es wird vielleicht der Tag kommen, wo Frauen und Männer im gleichen Alter in Pension gehen. Ja, warum nicht? Aber bis dorthin müssen diese Leistungen einfach gerecht abgegolten werden. Und dann kann es ein gerechtes System geben. Denn derzeit muss man schon sagen, Frauen, die früher in Pension gehen, sind auch ein Vorteil für den Staat. Nämlich ein Vorteil, weil sie nur gut beieinander sind und sich um ihre Enkel kümmern können, um ihre pflegebedürftigen Angehörigen. Das kann ein Vorteil sein. Und überhaupt verdienen natürlich oder haben die Frauen eine geringere Pension, wenn sie weniger lang arbeiten. Also das kann nicht das Ziel sein. Es braucht da eine Gleichberechtigung, aber natürlich eine faire Abgeltung.
Weil wir heute unsere drei Präsidentinnen erwähnt haben, ja, wir haben nicht nur Präsidentinnen, wir haben eine Landtagsdirektorin mit ihrem Damenteam, eine Volksanwältin, und da möchte ich jetzt ganz bewusst sagen, Magister Doris Winkler-Hofer, eine Landesrechnungshofdirektorin, Dr. Monika Eichholzer-Wutzer. Bei der Uni Innsbruck ist eine Rektorin Dr. Veronika Sechsel. Und auch Dr. Esther Mitterstiller ist im Landesstudio Tirol ORF Chefin. Sie sehen schon, wir müssen sehr, sehr viel bieten an Leistung und Top-Ausbildung, dass wir in solche Jobs kommen. Und natürlich abgesehen von der Motivation, die man voll mitbringen muss. Also ich erhoffe mir, dass auch von anderen Top-Jobs, die von Männern besetzt werden, dass sie diese Top-Ausbildung mitbringen. Das wirklich Mühsame ist ja eigentlich nur, dass es immer noch eine Zeitungsmeldung wert ist, dass diese Frauen diesen Job bekommen haben. Das hoffe ich, dass es bald nicht mehr so sein wird, sondern sie war die Beste, sie hat den Job bekommen. Und darum sehen wir auch, oder Sie sehen es bei diesen Frauen, braucht die eine von diesen Frauen eine Quote? Nein. Ausbildung, Erfahrung und Leistung haben gezählt. Und ich habe das an diesem Punkt schon öfters gesagt, die Quoten in Aufsichtsräten, wenn die dann so ausschauen, dass eine Frau einfach in 10 Aufsichtsräte gesetzt werden, um die Quote zu erfüllen, kann das nicht Sinn der Sache sein. Aber natürlich bringen Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten andere Sichtweisen. Und das ist genau das, was wir in Zukunft brauchen. Frauen gehen den Job mit mehr Empathie, teilweise auch mit mehr Verantwortungsbewusstsein an. Aber ein Wort noch zum wirklichen Gendern, das uns betrifft, ist nämlich die gendergerechte Medizin, ist nämlich die frauengerechte Medizin. Und da können wir in Innsbruck doch einiges bieten mit dem Institut von der Frau Professor, Universitätsprofessor Dr. Margarete Hochleitner. Wir haben das in letzter Zeit ein paar Mal besprochen, wie wichtig das eigentlich ist und wie viele Medikamente nach wie vor nicht von Frauen oder an Frauen getestet werden. Da war ja die Impfung das beste Beispiel. Da hat es zwar AstraZeneca gegeben, es hat den Frauen zwar nicht sehr viel genützt, aber sehr viele Nebenwirkungen gegeben. Es wird auch heute nicht mehr verimpft. Also da muss es einfach Sinn geben, den Frauen in der Medizin ihre Position zu geben. Davon profitieren übrigens auch die Männer, dass das genau angeschaut wird. Denn warum glauben Sie, hat die Wissenschaft die Frauen so oft ignoriert? Aus Bequemlichkeit, aus Unwissenheit oder vielleicht sogar aus Geschäftemacherei. Das muss jetzt vorbei sein und es sollen alle Erkenntnisse Frauen und Männern zugänglich sein. Wir wollen also Gendermedizin so sehen, dass sie allen hilft. Für uns ist also heute wichtig, wir brauchen gleiche Bewertung und gleiche Bezahlung der Arbeit. Wir brauchen mehr Realitätssinn, was Frauen denn wirklich hilft und wie sie weiterkommen und dass Frauen eben sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir helfen ihnen mehr mit weniger Ideologie und mehr Lebensrealität. Nur am Ende muss eine freie Entscheidung stehen. Dankeschön.